Zum ersten Mal ist in Deutschland ein Kleinflugzeug gegen eine Windkraftanlage geflogen. Der Pilot kam bei dem Unglück ums Leben. Windkraftanlagen. Wie gefährlich sind sie wirklich und was wird unternommen, damit niemand zu Schaden kommt? Es passiert plötzlich und unerwartet. Scheiße! Werner van Veenendaal kann es nicht glauben. Direkt neben ihm schlägt ein schwerer Eisbrocken ein. Doch weit und breit niemand zu sehen. Sein Verdacht, das kam von der Windkraftanlage, die nicht weit von seinem Haus entfernt in Bocholt steht. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich war draußen. Hätte mir Werner erschlagen. Seine Enkel und Frau Brigitte sind schockiert. Meine Güte, da hat der Opa Glück gehabt, ne? Werner van Veenendaal ist besorgt und fragt sich, warum Eis von sich drehenden Rotorblättern fällt. Sofort vermisst er den Brocken. Eigentlich besitzt die Windkraftanlage ein Sicherheitssystem, das sie bei Vereisung stoppen soll. Doch irgendetwas scheint da nicht zu stimmen. Zum Beweis dokumentiert er den Vorfall und sichert den Eisbrocken in der heimischen Tiefkühltruhe. Erst als die Lufttemperatur deutlich über 0 Grad steigt, wagt er sich zusammen mit seinen Enkeln nochmals in die Nähe der Windkraftanlage. Oben kann er kein Eis mehr erkennen. Aber am Boden finden die Kinder einiges. Boah, ist der groß. Da ist ja ein Riesenteil. Der ist ja wohl bestimmt 90 Zentimeter groß. Zwar warnt ein Schild vor der möglichen Gefahr. Aber was das im Ernstfall bedeuten kann, davon haben die Van Veenendaals gerade einen Vorgeschmack erhalten. Wartet er jetzt, aber da rausgeht. Also wenn die gefallen wären und ich mitgekriegt hätte, dann säßen wir heute ja nicht mehr zusammen. Der Mechaniker, der wegen eines Unfalls in Frührente ist, meldet den Vorfall den zuständigen Behörden. Ich bin am Silvestermorgen bald von Eisbrocken vom Windrad erschlagen worden. Offenbar hat sich die Anlage wegen einer losen Kabelverbindung nicht abgeschaltet. Der Fehler ist mittlerweile behoben. Aufregung wegen vereister Windkraftanlagen, das kennen auch die Journalisten beim nordbayerischen Kurier in Pegnitz. Frauke Engelbrecht erinnert sich an eine Geschichte in Lindenhaar, über die sie Anfang 2015 berichtet hat. Heinrich Wolf ist auf dem Weg zu seiner Scheune. Wie jeden Winter will er dort Brennholz machen. Ist doch langsam eine Frechheit, was die da machen. Der Weg ist gesperrt. Angeblich besteht Eiswurfgefahr im nahegelegenen Windpark. Die Lokaljournalistin recherchiert vor Ort. Bei Eiswurfgefahr schaltet ein Warnsystem die Anlagen eigentlich sofort ab. Doch die Rotoren drehen sich. Trotzdem darf seit Wochen keiner durch. Wenn das Schild natürlich gesperrt für Fahrzeuge aller Art zeigt, dann darf ich auch nicht, kann ich nicht zu meinem Wald fahren. Die Verantwortlichen wollen auf Nummer sicher gehen. Die Sperrung soll erst aufgehoben werden, wenn die Temperaturen Tag und Nacht hoch genug sind. Und das sorgt im Naherholungsgebiet für Unmut. Einerseits ist es jetzt auch ärgerlich, weil wir leider nicht den Weg benutzen dürfen. Andererseits, Sicherheit geht vor. Eine nachhaltige Lösung muss also her. Es ist nicht der einzige Vorfall in den vergangenen Jahren, der die Gemüter erregt hat. Die Journalisten erinnern sich noch gut an ein Ereignis in der Nachbargemeinde Büchenbach. Es ist früh am Morgen. Student Stefan Friedl ist auf dem Weg zur Universität nach Bayreuth. Gleich ist er auf der Autobahn. Doch plötzlich kracht es vor der Motorhaube. Sehr fix. Stefan Friedl vermutet, dass das Eis von der nahegelegenen Windkraftanlage kommt. Überall sieht er gefrorene Brocken. Wenige Meter weiter verläuft die A9 in Richtung München. Auszusteigen ist ihm zu gefährlich. Er fürchtet weiteren Eiswurf. Trotzdem sammelt er ein Stück ein. Bevor es schmilzt, schießt der Hobbyfotograf ein paar Beweisfotos. Diese Straße befahren viele seiner Bekannten. Die möchte er schnell warnen und verbreitet seine Fotos in einem sozialen Netzwerk. Einer arbeitet bei der Zeitung und wird darauf aufmerksam. Stefan, schau mal, das haben sie in Büchenbach gefunden. Danke dir. Der erfahrene Journalist Stefan Brandt nimmt sich der Geschichte an.
Denn ihm ist bewusst, dass die besagte Stelle in unmittelbarer Nähe zur vielbefahrenen A9 liegt. Eine besonders heikle Situation. Ein weiterer Autofahrer meldet Ähnliches. Die Journalisten finden heraus, die Gefahr hängt ab von Gewicht, Abwurfwinkel und der Geschwindigkeit der Rotoren. Die fliegen ja enorm weit, die Eisbrocken. In Geschossgeschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern, das ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Ja. Hier muss etwas passieren. Bei der Recherche nach weiteren Fällen stoßen die Journalisten auf eine andere Schwachstelle, die ihnen so noch nicht bewusst war. Also bei Windanlagen gibt es ja nicht nur Eiswurfprobleme, sondern die Dinger können auch das Brennen anfangen. Ne? Wie hier zum Beispiel. Feuer in über 70 Metern Höhe. Ein generelles Problem bei solchen Einsätzen. Feuerwehr und Polizei können nicht viel tun bei so einem Brand. Die Löschmittel reichen nicht aus. Man hat keine Drehleitern, die jetzt in 70 Meter Höhe reichen. Mit diesen Schwierigkeiten kämpfen Einsatzkräfte auch bei diesem Brand im Landkreis Stade. Sie müssen tatenlos zusehen. Das Schwierige bei den Bränden ist einfach die Höhe, dass wir keine Möglichkeit haben, das vor Ort zu löschen. Und auch die Gefahr von den herunterfallenden Teilen, sodass wir mit weitem Abstand eigentlich nur die Umgebung sichern können. Es gibt zwar automatische Löschanlagen, so die Recherchen der Journalisten, doch die sind nur in wenigen Windkraftanlagen eingebaut. Eine bundesweite Vorschrift existiert nicht. Die Genehmigungsbehörden entscheiden im jeweiligen Einzelfall. Spektakuläre Vorfälle sind selten, kommen aber gelegentlich vor. In Grischow brach eine Anlage nach 16 Jahren auseinander. Die Ursache wird noch ermittelt. Nach 17 Jahren kippte dieses Rad in Kostorf um. Und ein Defekt an einem Rotorblatt zwang diese Anlage in die Knie. Beim Nordbayerischen Kurier in Pegnitz möchte Stefan Brandt jetzt wissen, ob Rotorblätter tatsächlich Eisbrocken auf die Straße schleudern. Sie sind doch zuständig für den Windpark Büchenbach, ne? Betreiber ist die Stadt Pegnitz. Ein Blick in die Protokolle bestätigt, die Anlage war zur Zeit des Eisabwurfs in Betrieb. Stefan Brandt erfährt, der Kämmerer der Stadt lässt alle Anlagen stoppen und ordnet eine Überprüfung an. Während die Bürger davon in der Zeitung lesen, geht die Suche nach der Ursache weiter. Stefan Friedels Fall zieht immer weitere Kreise. Es gibt tatsächlich einen Defekt. Normalerweise hätten sich die betroffenen Anlagen automatisch abschalten sollen. Uwe Raab, der erste Bürgermeister der Stadt, fordert von den Zuständigen einen Bericht. Es hat sich gezeigt, dass nur bei 2 Windkraftanlagen diese Störung vorlag. Die Ursache für den Defekt war wahrscheinlich eine Überspannung. Das Problem wird umgehend behoben. Bürger, die von ähnlichen Vorfällen berichten, finden die Journalisten in vielen Teilen Deutschlands. Im Taunus entdecken Spaziergänger Anfang 2015 Eisplatten auf einem Wanderweg und machen Beweisfotos. Später melden Wanderer wieder Eis. Das Regierungspräsidium Darmstadt verschärft die Kontrollen. Vor Wiederanlaufen nach Eisstopp müssen die Betreiber jetzt Sichtkontrollen durchführen. In Lindenhardt dauert die Sperrung des Gebiets rund um die Anlagen vielen Bürgern zu lange. Journalistin Frauke Engelbrecht kontaktiert den Betreiber. Bei der Firma Ostwind kennt man das Problem. Geschäftsführer Jörg Zinner verspricht sich persönlich darum zu kümmern. Wir brauchen unbedingt eine Kommunikation zwischen Anlage und Schild. Ja, ich denke, dass wir es über Mobilfunk machen, dass wir versuchen, die Anlagendaten auszulesen. Bisher war für die Sperrung eine einfache Temperaturmessung am Warnschild ausschlaggebend. Jetzt haben die Ingenieure ein Verfahren entwickelt, bei dem die Daten des Eiswarnsystems der Windkraftanlage automatisch an die Wechselschilder weitergegeben werden können. Außerdem können geschulte Mitarbeiter eine Anlage wieder in Betrieb nehmen, wenn bei einer Sichtkontrolle vor Ort kein Eis mehr vorhanden ist. Wir stehen in Lindenhardt gerade vor dem Prismenschild. Das ist derzeit aufgesperrt. Kannst du das mir auf inaktiv machen? Okay, die Blätter sind eisfrei und die Anlagen laufen. Dann gebe ich jetzt die Sperrung wieder frei. Moment. Kein Eis an den Rotoren heißt dann also auch keine Sperrung. So soll hier in Zukunft alles rund laufen.
Jetzt sieht Herr Wolf wenigstens, wann er zu seinem Holz fahren darf.